Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. So richtig geht das ja nur, wenn es wirklich warm ist. Und so richtig geht es auch nur in der Natur. Und so richtig geht es auch nur, wenn der Himmel groß ist. Du legst dich auf den Rücken, breitest die Arme aus, so, dass du weißt, er könnte, so wie er ist, auf dich drauffallen. Du machst kurz die Augen zu und dann schaust du mitten in ihn hinein. Du schaust in dieses Blau, schaust nur noch in dieses Blau, ganz tief und noch tiefer, bis du glaubst, darin zu versinken. Bis du darin versinkst. Du spürst, wie die Holzdielen, auf denen du liegst, zu Wasser werden, spürst, wie du dich bewegst, wie da nur noch deine Bewegung in diesem Himmel ist. Du hörst die Vögel zwitschern, du hörst irgendwo in der Nähe oder weit entfernt Kinder schreien, Motorräder vorbeifahren, einen Hund bellen. Du legst den Kopf ein wenig mehr in den Nacken, schaust in die Baumkronen, die noch nicht alle gefüllt sind mit Grün, die noch Licht sind, auch wenn manche von ihnen schon Grün tragen, Gelbgrün, Lindgrün, Kanarienvogelgrün, ungefähr so. Und oben, ganz oben in den Kronen siehst du den Wind. Und auch wenn du weißt, das ist nicht wahr, verstehst du jetzt, warum du dich hier unten auf den Dielen bewegst, warum du auf dem Wasser treibst. Und dass das ganz normal ist bei diesem Wetter, bei solch einem Wetter treibst du auf dem Wasser, wenn du in den Himmel schaust. Das ist dann so eine Meditation vom Leben aus. Du schaust, also bist du. Du spürst dich treiben, also lebst du. Du bist noch da. Über dir der sehr blaue Himmel, über den Bäumen der sehr blaue Himmel, unter dir Wasser, das könnte sein. Unter dir Holz, flüssig gewordenes. Unmöglich, aber für diesen einen Moment ist es wahr. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.